Herr Gysi, erlauben Sie noch eine Frage zu einem anderen Thema. Polen möchte Kampfjets in die Ukraine liefern. Wir wissen, wie die Linksfraktion zu Waffenlieferungen steht. Haben Sie die Sorge, dass Deutschland nachzieht, beziehungsweise was würde das in Ihren Augen bedeuten, wenn wir das täten? Also Bundeskanzler Scholz hat ja gesagt, dass wir auf gar keinen Fall Kampfjets liefern werden. Wenn er umfällt diesbezüglich und wir es dennoch tun, dann eskaliert das Ganze. Ich richte mich nach dem Chef des Generalstabs der US-Streitkräfte, der sagt, weder Russland noch die Ukraine kann den Krieg gewinnen. Wenn das stimmt, braucht man sofort einen Waffenstillstand. Und dafür müssen wir ein Angebot unterbreiten, damit das Töten, das Verletzen und das Zerstören aufhört. Und dann gibt es komplizierte Friedensverhandlungen, wo Habermas recht hat, der sagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Aber sie muss nicht siegen. Also das Territorium kann sie nicht herausrücken, völlig klar. Aber vielleicht gibt es dann Kompromisse, doppelte Staatsbürgerschaft, lauter so Dinge, die man sich vielleicht einfallen lassen kann. Und Minsk II verwirklichen, wirklich ein autonomes Gebiet innerhalb der Ukraine, Regionalwahlen und vieles andere mehr. Also ich sehe da Chancen. Aber wenn wir jetzt eskalieren und Kampfjets hinliefern, wird das Ganze immer schlimmer. Ich möchte nicht, dass wir so allmählich auf den Dritten Weltkrieg zusteuern. Das wäre eine Katastrophe. Eine Frage noch, um beim konkreten Fall zu bleiben. Diese MiG-29 stammen aus alten DDR-Beständen. Jetzt war der Verteidigungsminister zum Beispiel ja gar nicht informiert über die polnische Entscheidung. Washington wusste wohl Bescheid. Eigentlich müsste doch Deutschland zustimmen, da sie aus DDR-Beständen stammen. Ändert das für Sie die Situation, auch unsere Beteiligung dann vor Ort in der Ukraine? Nein, das ändert für mich nicht die Situation. Ich möchte jetzt so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und nicht permanent eine Eskalation. Außerdem die komischen DDR-Panzer, die sie hingeschickt haben, die fuhren ja gar nicht mehr. Wer weiß, in welchem Zustand diese Kampfjets sind. Aber darum geht es nicht. Das wäre eine Eskalation und wir brauchen das Gegenteil. Wir müssen Druck machen, damit es endlich zu einem Waffenstillstand kommt, das Töten, das Verletzen und die Zerstörung aufhört. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.